Hallo Tao, fick auch schlimm genug, Wodo. Kappa. Ich weiß jede Nachricht von dir nicht zu schätzen. Main. So. Let's go. Egal, sie konnte ich doch jetzt ausholen. Ich habe nur Angst, ihren Posten zu verlieren. So, jetzt alles in Ordnung, komm. Ein bisschen Hahaha gemacht. Jetzt mal wieder ein bisschen hier rumbumsen und die anderen vernichten hier. Aber krass, so ein Artefakt nochmal zu finden hier. Ich hoffe, wir können bald in die Hauptstation gehen von denen, weil ich werde dann wieder sehen, wo die ist. Oder überhaupt sehen, wo die ist. Verlasse mein. Bevor du anfängst, dir die Taschen mit Erz zu füllen, ja? Sieh lieber mal nach, wem die Anlage hier gehört. Erst schießen, dann Fragen stellen. Würde ich sagen. Heliumspender mitnehmen, 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 mitnehmen. Hier lassen wir keine Helium mehr übrig. Okay. You're not alone in my knees. You're not alone. You're not alone. You're not alone. Siehst du? Sie brennt für mich. Ja. Okay, hier ist jetzt nichts Bedeutsames. Alarm aktivieren. Ja, denke ich auch. Tiefe Höhle. Okay. Als ich auf dem Mars lebte, habe ich am Wochenende oft solche Höhlen erkundet. Kein Hi. Schritt weiter. Identifiziere dich. Over. Ich heiße Jenny. Ich bin nicht hier, um dir zu schädigen. Geht's dir gut? Ich gehöre zur Constellation Vladimir Storm aufgetragen, dich zu finden. Ach, gut. Hätte ich denken mir denken können. Ich bin schon ziemlich lange weg. Schön, dass du unversehrt bist, Andrea. Andrzej, Vladimir und ich waren besorgt. Du bist das neueste Mitglied. Ja. Jawohl. Schicken sie dich oft, um nach anderen etablierten Mitgliedern zu sehen? Anscheinend. Sie hatten offenbar guten Grund dazu. Sie haben es sicher nur gut gemeint. Ich tue nur, was mir auch sicher nur gut gemeint. Mag sein. Mag sein. Und doch bist du hier, statt nach Barrett oder Noel zu sehen. Wir vergeuden Zeit. Schließen wir uns ein bisschen ab, dann können wir reden, genau. Ike, Ma'am. Hallo, was bildet sich überhaupt jetzt ein? Bist du denn in der Hölle? Also entsorgst du einfach. So beantwortet man und wieder der Gefühle auf Gagsart. Und es sind gleich zwei hier, weißt du, wie ich meine? Wir fragen jetzt sie, wenn sie nicht will, lassen wir sie auch gleich da. Zwei Fliegen mit einer Höhle. Siehste? Das ist doch perfekt. Wieso juckt es mich eigentlich die ganze Zeit hier? So eine Scheiße, Mann. Zwei Fliegen mit einer Höhle hier. Main. Klingt nach dem Plan. Höhlenforschung ist großartig, oder? Du bist großartig. Ja, nee, wenn's juckt, juck ich einfach zurück. Das ist mein Motto. When it's juking, I'm juking back. Computer. Freund-Feinderkennung aktualisieren. Freund-Feinderkennung einstellen. Aktuell Nutzer schützen. Bestätigen, entfernen. Deaktivieren, okay, passt. Mein Feind aktualisieren. Ich hoffe, ich habe das. Ich wollte eigentlich dich gegen sie wenden. Geht das nicht, dass ich sage, Feind erkenne
Und umschalten, dass sie auf die schießt und auf mich nicht? Penicillin. I'm not alone. Get my hand. Feind eliminieren! Oh, erledigt sie! Direkt kritisch getroffen. Bam, it's exploding. Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Ja, ja, ich weiß, ich loote ja auch alles. Imagine, wenn man das hier sehen würde mit Farben. Wisst ihr, was ich meine? Not in this yellow submarine here. I do it flat. Okay. Schade, dass ich immer vergesse, vor solcher Action mich hinzulegen, um mehr XP zu kriegen. Messer ist zu weak geworden. Nö, ich probiere gerade neue Waffen. Ich habe vorhin mit dem Messer viel abgestochen. Also, das ist meine neueste Errungenschaft. Die habe ich sogar selber gekauft, die Waffe. Finde ich nice. Ich habe jetzt die Stromwaffe für die Waffe und ich habe noch ein, zwei zum Probieren. Ich hatte mir sogar eine Minigun geholt zum Test. Messer ist immer noch am meisten spaßig. Aber so ist auch ganz geil. Ich habe auch eine neue Sniper geholt hier. Tut die genauso? Warte mal, tut die andere genauso ran wie sie? Warte, wir sind so hier ungefähr. Die da? Nee, das ist nicht so weit. Die Sniper habe ich mir auch gekauft, nachdem ich eine schlechtere hatte. Was ist denn hier? Warum kam man denn hier runter? Oha. Ich dachte, wir gehen erstmal da hoch, aber hier unten geht es anscheinend weiter. Splittergranate. Ach so, wegen Kisten gehen wir hin. Okay. Wegen Cola. Und Neos Gangkultur. Doch trotz ihres Rufs als größte Vergnügungsstadt der besiedelten Systeme ist Neon auch die Heimatstadt unzähliger Verbrecher. Alles klar, dann gehen wir hin. I'm not alone. I'm not alone. Sogar noch weiter hier runter, oder? Oder bin ich hier dann tot? Nö, das ist das Ende, okay. Gut, dann bin ich hergekommen, um... Oh, Kupfer? Kann ich auch so hier rumspringen, oder bin ich hier tot? Okay, man kann eigentlich alles betreten. Man ist nirgends wie irgendwie eingeschränkt. Geil. Cool. Das ist ja doch Open World! Hey Andrea, sup? Wir sind wegen des Artefakts hier. Ach so. Oh, ach so, ich verstehe. Ich hab schon ein Artefakt in der Tasche. Darf ich zwei tragen? Ich dachte nur ein Artefakt pro Mensch. I'm right here. Not alone. Let me check hier. Kartuschen. Nichts drin da. Schade, schade, schade. Gut, weiter geht's hier. Immer schön Licht dabei haben. Okay. Dann hätten wir heute schon das zweite Artefakt in kurzer Zeit. Du kriegst mit der Story-Quest aber schon sehr viele Artefakte. Sehr ziemlich zeitnah. Voll heftig.
ging das zu schnell. Ich dachte, die Artefakte sind was Besonderes und man muss halt stundenlang dahin spielen. Zum Farm oder was? Kann ich mich bücken? Nee, ich kann mich gar nicht ducken. Hallo? Feind geordnet. Geh zum Kampf über. Ach, der war doch gerade mit dem Rücken. Ich will dich blocken, Freunde. Der war doch gerade mit dem Rücken, oder? Warte mal kurz. Ich hab nur zwei Schüsse. Bringt mir nicht so viel. Aber ich hab die mehr zum Ausspähen, die Waffe, anstatt zu schießen. Was ist denn hier? Was ist denn hier alles? Boah, ist das riesig hier. Alter. Boah, mein Gott, ist das riesig hier noch. Kann man den kurz speichern. Kann ich da runterspringen? Mit meiner Main-Waffe? Geht das? Gibt es hier irgendwie einen Weg nach unten? Achso, man kann hier laufen nach unten. Okay, gerade. Ich muss runterspringen eigentlich. Runterspringen mit dem Messer auf dem Kopf von dem anderen. Krass. Wie krass hier. Boah, ist das riesig. Alter. The fuck? Moment. Da muss man das zum Trinken holen, wenn ich das zum Saufen da. Noch die beste Waffe hier. Riesiger Komplex hier, unterirdischer Komplex. Hammer. Ja, 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 mit der Ruhe hier, mit der Ruhe. Von einer Selbstschussanlage oder was? Ist halt nicht so. Kann ich hier nicht fliegen? Nee, das ist halt scheiße mit der Ding hier, mit der Schwerkraft, die ist nicht so gut hier. Das Jetpack halt doof. Ich dachte, ich könnte da jetzt hoch und zu ihm hinfliegen, aber nee, Schwerkraft ist hier ganz normal. Über die Flanke! Umzingeln! Los, zeig was! Komm ich hier hoch? Nee. Ah, doch, doch, doch. Geil. Hier. Feind im Visier! Bring es zu Ende! Hä? Gib lieber auf. Der ist runtergesprungen, oder was? Ich wollte ihn gerade messern. Oha. Halte nicht viel länger durch. Der Level 18er macht Mucki auf. Meine Augen.
Macht hier auf hier. Okay. Ja, dann können wir erst ein bisschen schauen. Ja, der Fuck ist ja eh da. Was hier, ey, was haben die denn hier gebaut, die Typen? Es gibt so viel zu looten hier. Aber auch gute Sachen jetzt, Munition und alles. Nicht nur so komische kleine Sachen. Ding ist, welche haben wir schon gelootet, welche nicht. Noch mehr Widerstand oder was? Ne, ist hier nicht, nicht in dem Main-Raum. Aber das immer ums Artefakt, um dieses Kalium ist, ne? Ey, schon wieder Artefakt. Okay, wir genießen noch kurz diese Musik hier. Ist wieder episch, bis gleich. Wir werden sie hier ein bisschen farmen noch. Wir nehmen erstes Artefakt mit, wenn wir alles hier abgefarmt haben. So, nicht mehr viel. Nicht mehr so viel. Da ist jetzt ein Blei noch. Da haben wir schon alles abgefarmt. Dieses Artefakt, krass, Mann. Müssen wir mal schauen. Ich bin gespannt, wie das mit der Story weitergeht im Artefakt. Können wir. Hier auch noch. Ist das aber auch ein seltenes Material, dieses Kelumit oder Kelium? Das ist nur ein Artefakt worden anscheinend, oder bis jetzt. Zumindest nur da gesehen. Sehr hartes Teil auch. Dauert lange zum Abfarmen. So, dann befreien wir mal das Artefakt gleich. Okay. Schauen uns dann wieder mal eine Szene an. Let's go. Okay. Na dann, wieder Szene. Jetzt halt. Was kommt? War das ein Planet, eine Sternbasis? Du bist zurück. Du hast nicht geantwortet, nachdem du das Artefakt herausgezogen hast. Ja, ich bin immer mal kurz weggetreten. Barretts Theorie und Erfahrung waren also korrekt? Das Artefakt gewährt dem ersten Menschen, der es berührt, eine Vision? Angenehme Träume. Schlaf gut. Und möge die Macht mit dir sein. Schnell und zuverlässig. Ciao. Bis dann. Ja, leider war sie vollkommen unverständlich. Sei froh, dass du es nicht warst. Ich will nicht drüber reden. Erste. Die Tatsache, dass es euch beiden so ergangen ist, ist schon mehr, als wir zuvor hatten. Wir müssen darüber sprechen, was du da vorhin gesehen hast. Ja, was denn? Sie hat doch jemanden umgebracht. Dieser Mann. Ja, vor meinen Augen. Was ich getan habe. Ich möchte ungern drüber reden. Er hat es sicher verdient. Es hieß, er oder du, oder? Ja, es freut mich, dass du das so siehst. Ja, im Krieg muss man manchmal eine nur was machen. Eine äußerst pragmatische Einstellung. Ungewöhnlich für ein Constellation-Mitglied. Ja, ich bin da noch ein neues Mitglied. Ich muss Darf doch lernen. Darf ich nach deinem Hintergrund fragen?
Das geht dir einen Scheißdreck an. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war Miner bei Argos Extractors. Argos. Ich habe von der Firma gehört. Klein, verwegen. Interessant, ne? Interessant. Ich habe keinerlei Erfahrung mit diesem Beruf. Wohl aber mit... Risiko, wa? Wir beide sind etwas... ungewöhnliche Constellation-Mitglieder. Dann könnten wir uns ja zusammen zu beide ungewöhnlich. Bitte erwähne Wladimir gegenüber nicht, unter welchen Umständen du mich vorgefunden hast. Ja, war doch alles entspannt. Die Warun-Fanatiker haben schon öfter versucht, mich in die Enge zu treiben. Wenn herauskommt, dass es wieder geschehen ist. Nun, es ist lange her, dass mir allein ein Auftrag übertragen wurde. Verstehst du? Ich will nicht, dass es in Zukunft noch länger dauert. Ja, kriegst du einen Auftrag. Ich sag nichts. Kannst nicht sagen, ich wurde geboren, um die zu... F-I-X-X-X? Weiß ich ja nicht. Bin hier mal raus, du alte Vor. Viel Spaß noch, du Penisfresse. Bis dann. Schlaf schön. Alles klar, ich schweige wie ein Grab. Ich kann nichts versprechen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich etwas sagen muss. Die haben dich schon einmal angegriffen? Warun, Fanatiker, ich schweige mit dem Grab. Wie ein Grab? Wir sind uns einig. Danke. Das ist gut zu wissen. Die versteht dieses Sprichwort nicht. Das kommt aus dem 20. Jahrhundert. New Atlantis. Du solltest schon gehen. Sie erwarten uns. So. Dann haben wir noch ein Artefakt. Krass. Wahnsinn. Komm, da ist noch ein Teil. Ich sehe das doch. Hier, komm. Grill! Da geht einmal eins. Ich glaube, das Artefakte vorher war oder so. Okay. Gut, gut, gut. Können wir dahin beamen? Oder müssen wir komplett raus? Artefakte der Sammlung hinzu. Könnte ich mal spazieren. Echt? Muss man spazieren gehen? Sonst können wir doch auch überall hin beamen. Kurs festlegen. Ne, geht nicht. Na gut, dann gehen wir da zu Fuß hin. Wir gehen hier eh gerne zu Fuß. Kann ich noch ein bisschen mehr sammeln. So ein bisschen gewöhnt man sich ja manchmal an das Reisen dann doch. Und da habe ich eigentlich alles. Ich habe nicht von überall alles, aber wir können ja mal schauen. Hier ist noch Kupfer, guck mal an hier. Hätte man fast vergessen, das Kupfer. Zack, zack, zack. Geht doch. Ja, ich muss ja den ganzen Sauerstoff nochmal verlieren. Ich brauche ja noch hier... Zack, zack. Das. Und das. Noch 9-mal den ganzen Sauerstoff verlieren. Aber ich glaube, wir haben hier einen Erfolg bekommen. Dass ich weiter boosten kann. Wir machen das mal rein. Und was brauche ich für den nächsten? Du hast diesen Skill gemeistert. Achso, ich habe schon... Ach, ich habe das schon... Jetzt habe ich 4? Achso, ich dachte, ich habe nur den dritten. Jetzt habe ich doppeltes Boosting. Ja, nice. Ist doch schön. Ja, aber auf erdähnlichen Planeten ist immer schwer mit Fliegen. Schwerkraft zu krass. Was ist denn hier eigentlich in der Ecke? Da komme ich nicht durch, oder? Okay, ich dachte, das ist irgend so ein kleiner Geheimgang mit wichtigen Sachen, aber ich muss schon den normalen Weg nehmen.
Komm, lass mich das machen, an Sauerstoff verlieren. Geht das, geht das, geht das, geht das? Ja. Mir wird schon schlecht. Ich finde schon HP. Gut. Wie oft geht das noch jetzt? Noch 8 Mal. Hier ist noch was. Kupfer. Zack. Zack. Dadurch? Ja? Gut. Dann machen wir es so. So, wir sind von hier gekommen, gell? Wie viel wiegen wir denn jetzt hier, dass wir so viel verbrauchen? Geht eigentlich 233. Ich habe ja sogar, dass, wenn ich Übergewicht habe, 75% noch laufe und weniger Sauerstoff verbrauche sogar. Aber hier ist wenig zum Looten. Was auch okay ist, sonst würden wir für diese Mission 10 Stunden brauchen. Ist echt so. So, okay. Da sind wir ja ganz schön hier. Da sind wir ja ganz schön weit hier eingedrungen irgendwie. Da bin ich immer gespannt. Jetzt komme ich ja zur Constellation. Und dann sehe ich das erste Mal diesen Tresor. Ich den mal anschauen. Der soll unendlich Dings haben hier, Lagerplatz. Ich wollte hier vorhin dahin gehen, aber ich habe verpeilt, wo das Ding sich befindet, also wo das Constellation da genau nochmal ist. Muss man ja merken oder aufschreiben. Irgendwo bei Neuatlantis, aber ich habe es nicht gefunden vorhin. Es wird einem so oft gezeigt, aber irgendwie hatte ich kurz einen Blackout heute. Die ganzen Orte angehen, zu viel gezeigt wurde mir im Spiel. I'm not alone. Was ist hier? Ist doch jetzt ein Roboter, der kämpfen würde, gell? Wenn man das anschaltet. So. Die Höhle wäre ein erstklassiges Versteck. Ja, echt, ohne Scheiß. Wer sie wirklich ist, weil sie riesig ist. Vielleicht ein Trinken holen, hab Dorst und trockenen Mund. Die Mine wirkt zwar stabil, aber beim ersten Anzeichen seismischer Aktivität sollten wir verschwinden. Meinst du, da kommt welche? Komm, wir machen Alarm an. Nutzung ausschließlich durch Personal. Wow. Ich darf den Alarm nicht anschalten. Wie frech. Herumschleppt, ist schlecht vorbereitet. Das war ein scheiß Flirtversuch hier. Also du bist ja nur am Meckern hier. Mit diesen Weiber heutzutage. Kannst du nicht so warten, Kapi. Was ist das? Nicht mit mir. Ja, Voodoo, ist er so, oder? Mal vor hier. Können wir das nicht fertig machen mit dem Scannen hier? Was ist passiert?
habe irgendwas gehört. Süd, 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 Roboter oder sowas. Oder ist das von meinem Schiff, der Roboter da, der das Geräusch macht? Sind es Tiere? Ich meine, mir sieht hier mit der Taschenlampe hier draußen jeder. Oder ist ein Gremlin, Voodoo, wer weiß? So doof, dass ich jedes Mal rausgehen muss. Ich muss im Modus bleiben, um zu scannen. Da muss ich jedes Mal rausgehen, um das zu sammeln. Oh, hallo. Noch ein Rückenplünderer, hallo. Böse. Was, wieso schießt sie denn direkt drauf? Soll doch erstmal schauen. Wenn ich es eingesammelt habe, kann ich gar nicht mehr. Kann ich gar nicht mehr scannen. Hier war ganz viel. Die komischen Blaubeeren haben wir noch. Muss man immer umschalten hier. Okay, haben wir. Dichtmittel. Und die blauen noch hier. 50% gescannt. Hier noch. Und die anderen. Ah, man muss doch nicht umschalten. Okay. Ich begeht es nicht. Vorher scannen, bevor ich sammle. 63, 75. Dass ich hier alles sammle. Können wir nachher schön kochen hier. Wir haben ja drei Früchte, die wir gleichzeitig scannen hier, oder was? Lippenbeere. Kupfer auch noch. So, aber gleich trinken holen. Jagenkrebs. Okay, wenn er schon jagen ist, dann ist er gefährlich. Okay. Nett. Nettes Tier. Nettes Tier, das habe ich schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Haben wir auch schon. Eins habe ich, glaube ich, noch nicht. Ein so ein blaues, oder? So eine Klippenbeere. Gut, dass das nicht irgendwie scannen. Wo ist denn das hier, will ich? Ich will die grillen nämlich, ne? Ja, gut schmecken. Was für ein Schatten das?
noch Schiffkapern oder was? Ordentlich ausnehmen. Hab ich schon. Hab ich doch schon. Na klar. Bin doch kein Anfänger. Geht das hier zur Constellation? Wollten alles andere machen wieder? Militärposten. Das ist doch genauso ein kleines Haus wie bei der anderen, die wir da wegen dem Testament da gesucht haben. Ja, ist genau so ein Teil wegen dem Testament. Was sagt ihr dazu, Chat, dass zweimal das gleiche ist hier? Na? Ist auch eine Meinung oder seid ihr wieder durch? Damals hatten die Tiere hier. Damals. Schlagschrauber. Another tears. Another love. Letzte Worte hier. Hörte dir die Audioslate? Claire Menschen in Atlantis an. Mach ich. Oh, habe ich hier zufällig jemand gefunden, was ich bei der Quest irgendjemand hatte oder was? Der random von deiner Quest? An einem Quest-Gegenstand? Weil ich muss mir irgendwie Audio anhören in New Atlantis. Ist natürlich komplett verlassen hier. Dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Ja, deswegen habe ich auch dich dabei. So ein Ding. Ist mir nur zur Last. Aber das ist uns langweilig. Das ist ja langweilig geworden in der Constellation. Du wolltest einfach mitgehen. Danach habe ich schon ärztlich, dass du dann mit bist, oder was? Akzeptier das hier. So, hier ist nichts mehr zu machen, oder? Nope. Okay. Weiter. Random irgendwas gefunden von irgendeiner Nachricht, die wir in Atlantis abhören müssen. Vielleicht haben wir mit irgendjemandem gesprochen, jetzt haben wir irgendeinen Questgegenstand zufällig gefunden. Aber ich möchte trotzdem das zuerst machen. Artefakt. So, dann gehen wir wieder los. Schnellreisen geht nicht. Wir könnten zu ihr das ganze Ding packen, aber auf dem Weg noch ein bisschen scannen, why not? Was ist hier da? Aber wenn wir schon so weit weg sind, können wir doch auch mal kurz hier hinschauen, oder? 1200. Bei 300 Meter. Ja, ist eine Höhle, ja. Okay. Ist immer eine Höhle, eine kleine Raffinerie und so ein kleines Teil. Hier muss ich aus dem Scan-Ding rausgehen. Aber nicht immer. So, mal hier in der Nacht ein bisschen im Wald rumlaufen. Haben wir lang nicht. Ich mache mal Scan erstmal von der Ferne. Damit zählt 88 noch eins. H2O. Schichten hatten wir das Ding.
Greifen die uns nicht an, oder was? Auch die Zehner nicht. Ich wollte die am Anfang ja auch nicht töten, aber... Ich hatte dann doch eins angegriffen. Morgen, Jeroka. Na? Ist schon soweit bei dir. Ist schon soweit. Was geht, was geht? Ich habe zwei Artefakte in der Tasche. Kannst du dir nicht vorstellen. Einfach zwei Artefakte. Ich wollte die verkaufen am Schwarzmarkt. Die gar nicht abliefern. Ich wollte heute mal das erste Mal diesen komischen Tresor sehen, der unendlich Sachen fassen kann. Aber ich habe keinen Plan, wo genau ich den finde. Ich weiß nicht, wo Gunnar die Constellation ist mit Sarah und so. Ich habe da keinen nicht gefunden. Und dann wollte ich mal in ein paar Städte diesen Missionscomputer finden, der extra für die einzelnen Fraktionen ist. Aber ich weiß nicht genau, wo was ist. Also ich bin total lost irgendwie heute. Also es ist halt so viel. Weißt du? Ich wusste nicht mehr, wo was ist. Sag mal, was für eine Technologie hast du eigentlich? Also ich weiß nicht, was ich das jetzt angehen sollte. Weiß ich mal. Also, so ein Ding ist das. Wach doch erstmal auf. Achso, 4070 Ti halt. Das nächste ja, 4070 Ti und dann meinen normalen Prozessor. Den 7700. Ja, die Krake macht hier schon, glaube ich, eine Menge aus. Heute war einer da, der hat den 5700 X3D und eine 2070 Super. Und der installiert sich das Spiel jetzt auch mal. War sich halt nicht sicher, ob das was für ihn ist. Aber wenn er alles andere mag von RPGs, habe ich gesagt, save ist was für dich. Und er wusste nicht, dass er das mit dem Xbox Game Pass bekommen kann. Für einen Zehner. Für einen Monat. Einmal das Spiel vermitteln, Xbox Game Pass Abo. Für nichts und wieder nichts, alles freiwillig. Sag mal, ich kann das jetzt auch nur laufen lassen, seitdem ich diese Option aktiviert habe. In Windows mit dieser Hardware-Beschleunigung-Dings da. Das hat mir automatisch irgendwie 15 bis 20 Frames mehr gebracht. Unabhängig von irgendwelchen... Ich habe Mac-Komponenten. Unabhängig von irgendwelchem anderen Stuff. Ich bin ja gespannt, ob das irgendwie in anderen Spielen dann auch Wirkung zeigt. Besonders gespannt bin ich in Atlas Fallen. Das lief ja auch ultra scheiße. Ja, musst du hinzufügen, Windows 11.
bei mir, bei diesem Grafikkarten-Scan-Dingsbums, also bei das hier. Keine Ahnung. Graphics, oder wo war das? Ich hab das doch letztens sogar gezeigt gefunden, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist. Genau, und der meinte, hier, das da, der meinte, dass das in Windows 11 schon aktiviert ist, aber in Windows 10 müsste man das aktivieren. Und das war halt aus. Hardware beschleunigt die GPU-Planung. Und das hat halt eine Menge ausgemacht. Und ich muss sagen, gestern ist das Spiel auch nicht mehr abgestürzt. Ich hatte gestern, als du da warst, das Spiel noch eine Stunde abgestürzt. Und dann habe ich noch 11 Stunden weitergespielt und ohne Abstürze. Und heute auch noch nicht. Also noch gar nicht. Also gar nimmer. Und wie immer habe ich halt nichts verändert. Also da steckst du nicht drin, sage ich dir. Keine Ahnung. Aber bin ja froh, dass es geht. Was mich halt nur ärgert, ich habe halt keine richtige Reshade-Ini. Also ich habe noch die eine von dem Typen, aber der macht eine neue. Ich habe die nicht mehr draufgetan, seitdem ich dieses andere ganze Paket... Ich habe das Paket mit dem DLSS 3 ja draufgetan, da ist alles dabei, Reshade-Ding ist alles mit drin. Man musste ja mehrere Mods installieren. Ich habe es so gelassen, aber wenn der andere seine neue Config rausbringt, tue ich die auch drauf. Weil es ist halt schon schrecklich, wie schlecht es manchmal ausschaut, dieser Nebel und gar keine Farben. Ich habe mir auch ein Video angeschaut hier. Du musst dir mal vorstellen, so schaut es normalerweise aus. Also das ist halt mit Mod und das ist ohne Mod. Wie kann denn ein Hersteller überhaupt wollen, dass ein Spiel so aussieht? So neblig, so schlecht und ein Modder macht es zack, 5 Minuten, vielleicht noch ein bisschen länger und das ist okay. Wie kann man denn wollen, dass ein Spiel so ausschaut? Keine Farben, nichts, alles nur Nebel. Das habe ich ja nicht verstanden. Und das muss ich halt auch nochmal bei mir aktivieren. Also hier ja auch. Alles so grau und grau. Das Raumschiff, guck mal an, das Raumschiff ist halt hier so komplett milchig und hier ist es halt richtig gelb mit Farben. Wie kann man denn nur wollen als Entwickler, dass man das so ist? Ich habe Reshade aktiv, aber jetzt kein extra Profil geladen. Am Anfang hatte ich ja das Profil von dem. Ja, aber genau, ich verstehe das nicht. Warum macht man denn das? Wie kommt man denn drauf, als Hersteller, Programmierer, dass man ein Spiel so aussehen lässt? Das verstehe ich nicht. Warum? Das sieht doch kacke aus. Warum macht man denn sowas? Da tut man sich doch keinen Gefallen mit, oder? Und bei mir ist es halt momentan noch so. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt? Wie viel trage ich denn jetzt? Kann ich dir was geben, dass wir schnell reisen können? 304. Guck mal, komm mal her. Ja. Dann zeig mal her. Nee, wird nicht reichen. 90, 135. Nee, reicht nicht. Braucht 70 Platz brauchen. Ja gut, dann laufen wir. Okay. Ich könnte dir aber ein bisschen geben, ja? Damit ich nehme dir gerne nicht ganz so schnell aus der Puste bin, obwohl ich gesagt geskillt habe. Also nicht geskillt, sondern ich habe das mit auf dem Aufzug drauf, dass ich trotzdem 75% normal laufen kann. Okay. Bis nachher. Wie viel habe ich jetzt? 30 Kilo noch, okay, alles klar. Let's go.
Ja, das geht halt alles nur so gut, seitdem ich die Ding hochgemacht habe. Diese GPU-Beschleunigung. Was sagt denn das eigentlich genau aus? Ist das GPU-Beschleunigung? Es war die davor nicht. Es kann nicht sein, dass ich davor irgendwie, keine Ahnung, meine 40 Frames hatte und mit dem Ding habe ich dann 59 oder 55 den Teil. Also, keine Ahnung. Kann nicht sein, dass eine ganze Beschleunigung nicht da ist. Aber immerhin habe ich es jetzt so herausgefunden und also dann hilft es vielleicht auch bei anderen Spielen was. Also ist doch schön. Was mit Prozessprioritäten zu tun und was Windows denn im Hintergrund eher low behandelt. Ach so, das meinst du. Ich kenne das halt auch schon von früher. Hintergrundprozesse priorisieren oder Vordergrund und so ein Scheiß. Kenne ich ja so von den Settings. Weil wir würden das 7 ja auch schon so. Aber anscheinend ist es also es ist das speziell für die GPU-Beschleunigung, ne? Das ist ja für mich eh so aktuell gut, denn ich habe eh viel nebenbei laufen. Besonders heute teste ich ja einiges. Mit mehrem Rendering auf mehreren Plattformen und so. Und dann habe ich dadurch jetzt viele Browser offen. Viele Sachen nebenbei laufen noch. Das musstest du jetzt auch aktivieren im 11er, okay. Hast du ja gesagt, das ist ja... Gut, was wenn ich alles durch dieses Spiel jetzt hier machen? Also, gehst du dann zum Spiel und setzt die Priorität von der Echse hoch oder was? Auf High? Statt auf Normal oder wie? Manuell? Okay. Hast du die Steam-Version? Auch Xbox, okay. Ja. Kann sein, dass es deswegen irgendwie nicht gelistet war. Verhält sich immer komisch alles mit der Xbox-Version. Meiner Meinung nach. Oha, so kleine Viecher kann ich scannen. Die beste Wahl mit Xbox Game Pass. Du zahlst glaube ich 11 Euro und kannst im Monat spielen. Ist doch schon mal okay. Aber so wie ich das alles spiele, mir alles genau anschaue, mit jedem Quatsch und mit jedem Antwort, jede Möglichkeit, brauche ich halt ewig.
Ich habe gelesen, um das Spiel zu 100% schaffen, brauchst du 99%. Steht ja sogar bei Xbox da, aber ich brauche bestimmt länger. Kämpfen wir mit Tiefe, 1 gegen 1 hier. Boah. Schon mitgegeben hier. Noch eins da, was böse ist. Oh. Zum Angriff. Cool. Endlich mal Aliens hier, ey. Was ich gesehen habe, was ich nicht gewusst habe, was noch in den Xbox Game Pass kommt, was ich auf meine Liste als interessante Spiele für diesen Monat gelegt hatte, ist Payday 3 ist mit drauf und Lies of P sogar. Kann man da einfach so testen. Krass. Baldur's Gate muss ich irgendwann weitermachen. Mal schauen, wenn ich dazu komme. Das ist ja auch noch ein paar 100 Stunden, da werde ich ja wahnsinnig. Und am 14.09. kommt bestimmt wieder so ein Lieblingsspiel von dir, was dir bei mir gefällt. Ist Motorfest. Beste. Da freut sich bestimmt wieder. Mach das, mach das.